So, jetzt bewerten wir mal Folge 222, die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. Worum geht es in der Folge? Peter wird in der Rocky Beach High School unfreiwillig Zeuge eines dubiosen Telefonats. Hat seine Lehrerin Amanda Blunt ein dunkles Geheimnis? Als die unscheinbare Frau da auch noch verdächtige Utensilien in ihr Auto packt und losfährt, nimmt Peter die Verfolgung auf. Natürlich nicht ohne seine beiden Freunde zu informieren. Die drei Fragezeichen begeben sich auf einen gefährlichen Roadtrip durch die verlassene Prärie. Hoffentlich wird ihnen diese Fahrt nicht zum Verhängnis. Ja, und das tun die, weil Justus das allererste Mal ein Auto hat, beziehungsweise einen kleinen Bus. Was sehr spannend ist in der Folge und Bob sich ein bisschen lustig drüber macht. Das ist so ein alter, ich glaube, was war das? Rosa, pink, kleiner Van. Also stelle ich mir das vor, so ähnlich wie bei A-Team, nur halt in pink. Und da sind früher wohl Pizzen mit ausgefahren worden. Was stinkt der Wagen danach? Naja, jedenfalls Peter dann mit der Frau halt unterwegs und wie das in eben so ist, Telefon funktioniert nicht wirklich, er muss Mundfernsprecher nehmen, also sein Handy funktioniert nicht wirklich. Und die beiden, Justus und Bob, treffen auch noch skurrile Personen auf dem Weg dahin, um ihren Freunden zu helfen. Also die Idee dahinter fand ich nicht schlecht. Die Umsetzung, da ist bestimmt wieder gekürzt worden, weil Justus am Ende wieder den Erklärbären loslassen muss. Und die Folge zu erklären für den Hörer, das gibt immer einen fetten Minuspunkt. Kann man sich die Geschichte gut anhören zum Schlafen gehen? Ja, die plätschert halt so dahin, das ist auch so ein fetter Minuspunkt. Passiert jetzt nichts Weltbewegendes. Also ich musste die Geschichte ein paar Mal hören, bevor ich sie überhaupt verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird Kindern wahrscheinlich noch schlechter gehen, diese Geschichte zu verstehen. Deswegen muss am Ende dieser Erklärbär sein von Justus. Naja, wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend hören könnt, dann empfehle ich euch die Folge. Hört euch die an zum Einschlafen oder in der Badewanne, so wie ich das mal gerne mache. Die hat hier 8 Tracks, wie man sehen kann. Das ist auch schon viel für eine Geschichte. Das Grauen in Pink, ne? Ah, Pink, ne? Das ist sein Auto, ne? Entführung. So, seine Lehrerin von Peter, die entführt da jemanden und Peter da halt hinterher. Dann gibt es eine Warnung. Sacramento, da fahren sie hin. Stichwort Wahrheit. Da kommt ein Wahrheitsserum, wird da verabreicht. Gleichungen mit drei Unbekannten, jede Menge Geld und Schlangenjagd. Ja. Hört euch die Folge an, wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend hören wollt. Meine Empfehlung. Aber wie gesagt, das ist hier auch nur, na, sagen wir mal, eine gute 3. Haut mich nicht von Hocker. Wie seht ihr das denn? Findet ihr die Folge besser? Bewerte ich das schlecht? Könnt ihr in den Kommentaren ja mal eure Meinung drunter schreiben. Also diese Folge ist auch nicht in die Top 10 bei mir und diese Folge ist auch nicht in den Top 100 bei mir. Sie plätschert so halt dahin. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Schreibt in den Kommentaren, was ihr darüber denkt und aktiviert die Glocke und drückt auf Gefällt mir oder eben halt auf Nicht, wenn es euch nicht gefällt, damit ich mal weiß, wie die Sachen für euch ankommen.